schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Steel Trader Helpdesk. Und ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend wieder live dabei sind und natürlich auch, dass wir die Veranstaltung wieder mit Timo Kosiol zusammen machen. Dankeschön, Timo, für deine Zeit heute wieder. Und wie gehabt, diese Veranstaltung ist ja wirklich für euch gedacht in erster Linie. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, entsprechend hier die Fragen in den Chat. Rechts haben Sie eine Chatfunktion, da können Sie Ihre Fragen reinstellen. Denn das Webinar lebt von den Fragen. Also, wenn keine Fragen reinkommen, dann wird das auch ein sehr kurzer Termin heute. Und ja, ansonsten nehmen wir uns natürlich die Zeit, um die Fragen zu beantworten. Ich weiß nicht, ob Timo irgendein Thema mitgebracht hat, irgendwann eine Neuigkeit, aber nichtsdestotrotz nutzen Sie die Gelegenheit. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich mich vorhin vorgestellt habe. Falls nicht, dann jetzt nochmal. Also, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Lett. Und wie bei jedem Webinar starten wir zunächst einmal mit dem Risikohinweis, denn wie immer dient auch dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, auch wenn es heute weniger um das Trading an sich geht. Und irgendwelche Positionen oder Orders müssen Sie trotzdem da Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Und wenn der Timo hier und da trotzdem mal eine Position eröffnet, um einfach beispielhaft irgendeine Funktion darzustellen oder zu zeigen, dann ist das auch bitte als solches zu verstehen. Gut, also eine Frage ist schon mal reingekommen und deswegen nutze ich doch die Gelegenheit, entsprechend hier den Bildschirm zu übergeben. Wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas ist und ja, die zweite Frage ist auch schon da. Also ein paar Minuten werden wir wohl zusammen verbringen, Timo. Ja, sehr, sehr gerne. So, jetzt wieder die Frage, Bildschirm, welcher Bildschirm? Und Heute ist es Bildschirm das. 8. So, warte mal, da haben wir ihn doch. Da, das ist er. So, genau. Also nochmal, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Wie gesagt, der Nelson hat es ja gerade schon gesagt, das ist ein Webinar für euch. Das heißt, ihr könnt eure Fragen hier in den Chat schreiben. Ich werde sie so gut wie möglich beantworten. Sachen, die ich jetzt nicht im Webinar beantworten kann, werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben und irgendwie im Nachgang dann entsprechend mit Dirk Kontakt aufnehmen und dem Support Bescheid sagen, sodass ihr da auf jeden Fall eine Antwort bekommt. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Genau, wir brauchen dafür auf jeden Fall den MetaTrader. Den machen wir mal auf und dann gucken wir mal in die Fragen rein. So, fangen wir an mit: Was ist der Unterschied zwischen PLH1 und PLH Peak? So, das sind die Trailarten. Es gibt, da bin ich mir sehr sicher, es gibt auch irgendwo ein Webinar bei FX Flat, wo diese ganzen Trailarten mal ja wirklich auseinandergedröselt worden sind, was welcher Trail macht, PLH Peak, PLH Close und so weiter. PLH steht entsprechend für, also ich muss dazu sagen, ich benutze wirklich die meisten Trailarten von dem Stereo Trader auch nicht. Also ich benutze TA und Priax und die anderen benutze ich persönlich jetzt sehr selten. Von daher, wo jetzt ganz genau der Unterschied ist, kann ich jetzt so ad hoc gar nicht sagen. Sagen, bin ich jetzt ganz ehrlich. Aber zum einen gibt es dann Webinar für, zum anderen steht das auch im Handbuch. PLH steht für Period Low High. Das heißt, eins bedeutet Folgendes. Ich mache das mal hier weg, damit man es besser sehen kann. Also Periode 1 zum Beispiel, ich bin jetzt hier im Short unterwegs, ich mache jetzt hier einfach mal einen Short auf. So, und PLH1 würde bedeuten, dass sich in dem Moment der Trail hier, so wie er jetzt ist, wo jetzt der Stop-Loss ist, da würde sich der Stop-Loss bei dieser Trailart hinsetzen und zwar über das letzte Hoch der letzten Kerze. So, das wäre, wenn ich jetzt hier PLH1 auswähle. So,
PLH 5 würde bedeuten über das Hoch der letzten fünften Kerze. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre das. Also würde sich das Ding quasi hier hinsetzen. PLH 7 über das Hoch der siebten Kerze und so weiter und so fort. Und bei Long entsprechend umgekehrt, da würde sich das nicht über das hochsetzen, sondern quasi, ne, wenn ich jetzt hier mal einen Long aufmache, unter das Low. Das heißt, ne, wenn ich jetzt hier wieder PLH1 zum Beispiel auswähle, dann würde sich der Stop-Loss hier unter das Low der letzten Kerze, also hier entsprechend hier drunter setzen. So, PLH-Peak, da bin ich mir gerade ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ne, wo jetzt der Unterschied zwischen PLH1, also PLH und PLH-Peak besteht, weiß ich jetzt ad hoc ehrlich gesagt auch nicht, müsste ich wirklich im Handbuch nachschauen. Aber wie gesagt, es gibt da auch ein Webinar zu, wo jetzt genau der Unterschied liegt oder halt entsprechend im Handbuch. Also ich habe beides hier in den Chat jetzt verlinkt für alle, sowohl das Webinar, wo Dirk da wirklich sehr ausführlich über eine Stunde alle Funktionen durchgeht und aber auch das Handbuch. Und da steht auch nochmal ganz genau erklärt, wo die Unterschiede sind. Okay, super. So, dann eine Frage vom Tim. Hallo, danke fürs Webinar. Ich nutze mehrere Stereo-Trader mit MT5 und habe das Problem, dass nur ein aktiver Stereo-Trader genutzt werden kann. Ist es möglich, mehrere STs im aktiven Modus zur gleichen Zeit zu nutzen auf einem PC? Also ich gehe mal davon aus, dass du jetzt von Tim von einer Instanz redest, also von einer MetaTrader-Installation. Und das ist möglich, wenn du ein Hedge-Konto hast. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, Nelson, gibt es bei euch nur Hedge-Konten oder gibt es auch Netting-Konten? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Man kann beides haben. Genau. Dann ist halt wichtig, also es, um kurz zu beantworten, ja, es ist möglich, mehrere Stereo-Trader im aktiven Modus zu betreiben. Dafür benötigt man aber ein Hedge-Konto bei FX Flat, weil dann hat man die Möglichkeit, Strategien festzulegen. Also ich habe ja hier auch zweimal den DAX auf. Man sieht hier, das ist der aktive Modus, das ist passiv. Wenn ich jetzt hingehen möchte, möchte aber einen zweiten DAX auch im aktiven Modus handeln, dann muss ich eine neue Strategie anlegen, indem ich jetzt hier sage, neue Strategie und nenne das meinetwegen DAX 2. So, und dann entsprechend, ne, rödelt der kurz rum im Hintergrund und dann habe ich eine neue Strategie angelegt und kann auch den Stereo-Trader dann in einem zweiten Chartfenster hier aktiv nutzen. Man sieht es hier, jetzt habe ich hier entsprechend auf der rechten Seite das normale aktive Stereo-Trader-Panel, hier im zweiten Chart auch das aktive Stereo-Trader-Panel und so kann ich, ja, das ein und dasselbe Symbol quasi mit verschiedenen Strategien und zweimal aktiv handeln. So, der Werner, wie funktioniert der Korrelator DAO-DAX? Ja, das der DAO-DAX, das ist auch ein Tool von, also der Korrelator, ein Tool, der ist ja beim Stereo-Trader dabei geliefert. Ich muss selber mal gucken, hier, das ist das Ding. Kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Das ist ein Tool vom Dirk, das hat er irgendwie programmiert. Ich kann das hier mal, ich räume hier mal ein bisschen auf, damit man das mir ein bisschen besser alles sehen kann. Mach das mal zu. Das ist ein Tool vom Dirk. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie genutzt und von daher, ich weiß gar nicht, ob Dirk da mal irgendein Video zu gemacht hat, aber ich habe auch ehrlich gesagt gar keinen Plan, wie das funktioniert, das Programm. Also das zeigt irgendwie die Korrelation zwischen, ne, zwei Symbolen an. Also wenn ich jetzt hier beispielsweise US, wie heißt denn der, US 30 Mini oder nur US Mini, Symbole, US 30 Mini zum Beispiel nehme, US 30 Mini, dann
zeigt er hier so eine Linie an. Ne? Und das ist die Korrelation, also das, was jetzt hier angezeigt wird, ist diese Linie. Das ist halt die Linie des DAOs. Und das zeigt an, ne, ob die beiden Märkte jetzt synchron laufen, also gleichzeitig steigen, gleichzeitig fallen, oder ob es jetzt hier eine Differenz gibt. Ganz grob erklärt. Das, was man jetzt hier noch alles so einstellen kann, wie Calibration Auto, und hier kann man irgendwie noch eine Abweichungszeit eingeben und so weiter und so fort. Das sind so Details, die weiß ich auch nicht, weil das Tool nicht von mir kommt, das kommt wirklich von Dirk. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da mal irgendein Video zu gab. Aber grob, ne, so funktioniert das, dass jetzt hier die Abweichung angezeigt wird, ne, ob die beiden Märkte gleichzeitig steigen, gleichzeitig fallen, oder ob es da irgendwie eine Differenz gibt. Und es ist ja so oft so, dass die Märkte, wenn die auseinanderlaufen, dass es dann wieder eine Phase gibt, wo sie wieder zusammenlaufen, also mehr oder weniger synchron laufen. Dann gibt es wieder eine Abweichung, ne, dass sie wieder auseinanderdriften. Dann kann man sagen, ja, okay, die nähern sich. Irgendwann kommt eine Zeit, wo die sich wieder näher angleichen. Und dann kann man das so ein bisschen in seinen Handelsplan mit einbeziehen und so ein bisschen mit betrachten. Auch hier habe ich jetzt mal ein Video verlinkt, wobei ich sagen muss, der Dirk hat das in ein paar Videos kurz erklärt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt gerade das richtige Video ist, aber ansonsten einfach mal auf unserem YouTube-Kanal. Da gibt es ja eine extra Stereo-Trader-Kategorie. Da ist wirklich ein Video, ein Webinar verlinkt mit dem Thema. Ja, okay, super. So, der Martin hat ja noch geschrieben, dass er zum Beispiel den Korrelator nutzt, um DAX gegen DAO zu handeln. Genau, das ist ja so ein bisschen das, was ich gerade meinte. Das kann man so ein bisschen in seinen Handelsplan mit einbeziehen, weil es dann oft so ist, dass die Märkte, wenn sie mal wirklich weit auseinandergelaufen sind, dass sie sich in irgendeiner Art, irgendeiner Form dann oft wieder angleichen. Ich denke mal, so ähnlich wird der Martin das auch nutzen. So, gibt es das Handbuch auch in Deutsch? Achso, da hast du schon geantwortet. Ne? Genau, das, also hier gibt es noch eine Frage, gibt es das Handbuch in Deutsch? Nein, das gibt es nicht in Deutsch. Es gibt es leider nur in Englisch. So, nächste Frage vom Willi. Wenn man mehrere Orders auf dem Strip liegen hat, ist es dann möglich, diese Strip-Orders individuell trailen zu lassen? Also, muss ich mir gerade mal überlegen, weil im Prinzip gibt es ja immer mehrere Wege, die nach Rom führen. Also, was der Willi meinte, ist, ich lege jetzt hier entsprechend, ne, verschiedene Orders zum Beispiel hin, und er möchte, dass jetzt jede Order quasi, wenn die gegriffen wird, soll die einzeln getrailt werden, die Order gegriffen wird, einzeln getrailt und so weiter und so fort. Also prinzipiell im Standardmodus vom Stereo Trader, ne, wenn man nichts anderes eingestellt hat, dann läuft der Stereo Trader ja im Trading-Modus Stereo Future. Bedeutet, dass ne, sollte der Markt jetzt hier zum Beispiel fallen und alle Buy-Limits einsammeln, dann habe ich am Ende eine Position von 0,4 im Markt liegen, also 4 mal 0,1. Und das ist dann, wird im Stereo Trader als eine Gesamtposition zusammengefasst, und entsprechend kann ich die dann halt auch nur gesamt trailen. Aber was ich natürlich machen kann, ist, ich kann hingehen und kann sagen, okay, ich möchte gerne den Single-Hedge-Modus nehmen. Und wenn ich das jetzt mal ändere, dann ist das nämlich so, dass für jede Order, die ich dann in den Markt lege, sozusagen auch eine einzelne Position vorhanden ist. Ne? Also wenn ich jetzt hier hinlege, hier hinlege, hier hinlege, und die wiederum, die kann ich dann natürlich auch separat trailen. Das heißt, wenn ich das wirklich möchte, ich möchte jede Order einzeln handeln sozusagen, dann ist in dem Moment nicht der Stereo Future Mode der richtige Handelsmodus, sondern eher der Single Hedge Modus. So kann ich das auf jeden Fall dann realisieren. Timo, nur ja. eine kleine Ergänzung, was wir hier im Support oft in Verbindung dazu auch haben. Die Verwaltung der Orders, auch des Stops, funktioniert natürlich dann auch nur, wenn Stereo Trader entsprechend aktiviert ist, also der Chart off ist. Das liegt nicht bei uns auf dem Server.
Ach so, ja, genau. Das ist natürlich, genau, richtig. Das ist eine wichtige Info. Genau, das funktioniert natürlich nur, wenn wirklich der Chart auf ist, beziehungsweise MetaTrader auf ist und der Stereo-Trader aktiv ist, ne? Also, ne, wenn man zum Beispiel ja, das Ganze auf dem VPS liegen hat und der VPS läuft halt 24 Stunden durch, dann ist das auf jeden Fall, kann man das so machen. Wenn man abends den Rechner zuklappt oder den Laptop zuklappt, dann funktioniert das Ganze natürlich nicht mehr. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, ja. Genau. Gut, dann der Tim noch mal. Kurzer Nachtrag. Ich nutze mehrere Stereo-Trader mit jeweils einem separaten Konto. Wenn ich auf Konto A den Stereo-Trader aktiv schalte, schaltet sich der Stereo-Trader in Konto B in den passiven Modus. Ich würde also gerne mehrere Konten mit dem Stereo-Trader gleichzeitig im aktiven Modus haben und jederzeit traden können. Also wenn es separate Konten sind, dann dürften die sich eigentlich nicht untereinander ins Gehege kommen. Also wenn es ein und dasselbe Konto ist, dann ist es egal. Klar, wenn du dann mehrere Instanzen oder mehrere Installationen hast, dann kommt dich das ins Gehege. Aber bei separaten Konten. Kann ich mir nur vorstellen, dass das gegebenenfalls irgendwas mit der Lizenz dann zu tun hat. Aber rein technisch kann, also rein technisch sehen die sich untereinander in dem Moment eigentlich nicht. Wie gesagt, das ist dann eher eine Lizenzgeschichte, dass vielleicht das nur auf einem Konto die Lizenz gültig ist. Aber das ist so eine Sache, die können wir jetzt wahrscheinlich hier im Webinar nicht klären. Da würde ich dann wirklich nochmal bitte dich bitten, den Support anzuschreiben mit genau dieser Fehlerbeschreibung. Weil, wie gesagt, also wenn es mehrere Konten sind, dann können die sich eigentlich nicht untereinander blockieren. So, was ist der Nutzen des Felds Benutzer im Stereo-Trader Chart-Menü? Ach so, Benutzer. Das ist hier wahrscheinlich gemeint, ne? Und zwar, was ist Folgendes? Wenn ich jetzt hier hingehe und Moment, machen wir mal Folgendes, machen wir mal den ganzen Kladderadatsch hier weg. So, ich gehe jetzt hin und zeichne jetzt hier mal irgendwelche Sachen in den Chart, irgendwelche Linien, mach die mal ein bisschen dicker und schöner. So eine Linie und dann meinetwegen noch eine Linie und noch eine Linie. So. Benutzer steht jetzt auf On. Schalte ich das aus auf Off, dann sieht man, ne, meine Linien werden ausgeblendet. So, wieder auf On, dann werden die Linien wieder entsprechend eingeschaltet. All heißt, meine Linien werden in jeder Zeiteinheit angezeigt. H1 bedeutet, die Linien werden nur im H1-Chart angezeigt. Wenn ich jetzt auf den M15 gehe, sieht man, Linien werden nicht mehr eingeblendet. Im H1 sind sie wieder da. Und wenn ich jetzt hier auf das X klicke, werden alle meine benutzerdefinierten Zeichnungen, Linien, Dreiecke, Trendkanäle oder was auch immer man hier irgendwie zeichnen kann im MetaTrader, ne, dann werden die entsprechend gelöscht. Sollten sie zumindestens. Aber man sieht gerade, die horizontalen Linien werden nicht gelöscht. Interessant. Also eigentlich sollte das gelöscht werden. Ah, okay, jetzt sind sie weg. Genau. Also das ist das Benutzermenü. Das hat mit den Zeichnungen zu tun, die man im MetaTrader machen kann. Hier oben mit diesen Zeichensymbolen beziehungsweise unter Einfügen. Objekte, kann man ja noch viel mehr Linien, Kanäle, Formen, keine Ahnung was, kann man alles Mögliche zeichnen und das kann man hier über das Benutzermenü steuern, wann und wie das angezeigt wird oder ob es gelöscht werden soll. So, der Dieter, ist es möglich, Trendlinien zu glätten? Da müsste ich jetzt erstmal nachfragen, was meinst du mit Trendlinien glätten? Weiß ich jetzt gar nicht so genau, was das bedeutet, beziehungsweise was genau du damit meinst. Vielleicht nochmal kurz einen Satz dazu, was du mit glätten meinst.
So, der Werner schreibt, okay, vielen Dank, das reicht mir schon. Das war auf den Korrelator bezogen. Ja, und mehr Fragen sehe ich jetzt gerade erstmal nicht. Genau, wollte ich auch gerade sagen, soweit alle Fragen beantwortet. Also wenn Sie noch Fragen haben, dann gerne reinstellen. Da ist zum Beispiel jetzt noch eine reingekommen und ansonsten warten wir auf den Nachtrag von Dieter. So, der Radek schreibt noch, kann man Charts automatisch anordnen noch anders gestalten? Also was der Radek damit meint, ist, es gibt ja hier im Stereo-Zoller-Menü links oben, wenn man auf links neben die Uhr klickt, gibt es ja hier so einen Punkt Arrange Charts, beziehungsweise in Deutsch heißt das Charts anordnen. Und ich meine jetzt mal folgendes, ich mache einfach mal ein paar Mal den DAX auf. Weil was dann gemacht wird, es haben ja viele Leute, ne, gefragt, so wenn Dirk seine Webinare macht, der hat ja immer eine ganz bestimmte Fensteranordnung, wo, ne, wie die Fenster angeordnet sind. Da hat man links irgendwie ein großes Fenster und dann rechts irgendwie drei, vier kleine Fenster und so. Dann haben halt ganz viele Leute mal gefragt, hey, ne, wie machst du das? Wie kriegst du das hin? Und dann hat Dirk halt entsprechend die Funktion eingebaut, die nennt sich Charts automatisch anordnen. Und wenn man da draufklickt, dann sieht das Ganze nämlich wie folgt aus. Dann werden die automatisch so angeordnet, wie das Dirk auch in seinen Webinaren immer hat. So, und die Frage ist jetzt, kann man da irgendwie was Eigenes festlegen? Kann man nicht, nein, zumindest ist mir nichts bekannt, ne? Sondern das ist quasi die Chart-Anordnung, die Dirk auch immer benutzt und die ist fix und kann man meiner Meinung nach nicht ne, ändern. Aber was natürlich, also man kann die Charts ja selber positionieren, so wie man sie möchte. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich brauche jetzt hier irgendwie das Fenster zum Beispiel nicht und mache das einfach so ein bisschen größer und ordne mir das so an. Und zum einen, wenn ich jetzt den MetaTrader schließe und wieder öffne, dann wird diese Charteinstellung in der Regel gespeichert, sodass der Chart dann beim Neustart des MetaTraders wieder genauso aussieht wie, ja, wie ich das jetzt hier so angeordnet habe. Oder ich kann natürlich hingehen und kann sagen, ich möchte das Ganze gerne als Profil speichern, ne, und kann jetzt hier sagen, speichern als und nennen das irgendwie meine Chartanordnung. Ne, und dann kann ich das festlegen als Profil speichern und dann entsprechend beim nächsten Start, ne, kann ich das dann entweder wieder laden oder kann zwischen verschiedenen Profilen hier hin und her switchen. Und so kann ich meine eigene Chart-Einstellungen und Anordnungen entsprechend abspeichern. So, noch eine Frage vom Willi, beziehungsweise wir greifen erst nochmal die Frage vom Dieter auf, weil da kam jetzt der Nachtrag. Wenn man die Linie manuell zeichnet, sind die Linien so zackig? Also, Dieter, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das richtig Was verstehe. Also. gemeint ist, wenn du eine frei stehende Trendlinie einzeichnest, dann sind ja meistens der Anfangspunkt und der Endpunkt nicht mit demselben Preis versehen, so dass das so einen kleinen Versatz gibt, je nachdem. Und die Frage ist, ob es mit einem Sehtool eine Möglichkeit gibt, die Trendlinie tatsächlich auch waagerecht oder vertikal zu machen. Also, ne, das war falsch. Wir reden jetzt hier von diesen Trendlinien, reden wir jetzt hier, ne? Genau. Ja, also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Es gab früher die Option, dass wenn man die Alt-Taste gedrückt hat, aber ich glaube, ich weiß auch nicht, ob, ich glaube, die gibt es fast nicht mehr. Wenn man die Alt-Taste gedrückt hielt und dann auf die Linie geklickt hat, dann hat die sich automatisch angeordnet. Aber mir ist das auch aufgefallen, dass es dieses, in Anführungsstrichen, Feature irgendwie nicht mehr funktioniert oder nicht mehr gibt. Nee, also ich versuche das jetzt hier gerade mit der Alt-Taste, aber es geht nicht mehr. Aber das ist mir auch schon aufgefallen. Also ich werde den Dirk, schreib mir das mal auf, ich werde ihn da nochmal drauf ansprechen. Also momentan ist mir jetzt die Option nicht bekannt. Wie gesagt, es ging früher mal über die Alt-Taste gedrückt halten und dann auf die Linie klicken.
dann hat er das eigentlich gemacht, aber momentan scheint das dieser Workaround nicht mehr zu funktionieren. Bleibt leider nur die Möglichkeit, ne, über die Eigenschaften zu gehen und dann entsprechend hier, das ist ein bisschen nervig, dann hier zweimal denselben Preis, ne, einzutragen. So, dann, ne, ist sie halt entsprechend gerade. Aber was diesen Trick mit der Alt-Taste angeht, da werde ich Dirk nochmal drauf ansprechen, ob das irgendwie ja, irgendwie beim Versionsupdate mal irgendwie verschütt gegangen ist oder so. Da spreche ich ihn drauf an. Genau. So, der Tim, nee, beziehungsweise den Willi hatte ich gerade übersprungen. Das heißt, wir gehen mal auf den Willi noch ein. Ich habe eine Position und keine Vermutung über den weiteren Kursverlauf. Um Risiko rauszunehmen, ist es besser, die Position mit Flat oder mit einer LP-Order zu schließen. Nochmal, ich habe eine Position und keine Vermutung über den weiteren Kursverlauf. Um Risiko rauszunehmen. Naja, also das geht jetzt so ein bisschen Richtung Handelsberatung, würde ich fast sagen. Also wenn du Risiko rausnehmen willst und du nicht sicher bist über die Position, dann musst du überlegen, was du machst, ob du jetzt, ne, die Position schließt oder ob du sie später schließt. Also ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, wie ich jetzt auf die Frage antworten soll. Weil letztendlich musst du ja entscheiden und wissen, ne, glaubst du noch, dass die Position oder hältst du an dieser Position fest, weil du der Meinung bist, dass sie deinem Handelsplan entspricht und dass dass die Position für dich läuft und wenn nicht, dann musst du überlegen, okay, schließe ich sie oder schließe ich sie später? Also stell noch mal bitte, Willi, die Frage, was genau du jetzt wissen möchtest. Mir ist das mit der Frage nicht ganz klar. Vielleicht kannst du dir noch mal kurz ja, ein bisschen spezifizieren, was genau deine Frage diesbezüglich ist. Aber tatsächlich, um da kurz darauf einzugehen, könntest du ja vielleicht kurz sagen, die Frage haben wir hier auch schon mal im Support gehabt, die Funktion Flat, werden dann nur offene Positionen geschlossen oder auch bestehende Orders? Okay, also damit ich das, ne, ich habe jetzt hier Folgendes. Wo ist denn hier mein, genau, das ist hier mein DAX. Ich gehe mal wieder auf das Stereo Future Modell. Den Korrelator brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, das heißt, den machen wir auch mal weg. So, machen wir hier nochmal eine Position auf. So, und ich lege jetzt hier einfach nochmal wild ein paar Orders in den Markt, ohne irgendwie irgendeine Bewandtnis. So, und jetzt die Frage, mache ich jetzt die Order zu, zum Beispiel nehme ich jetzt hier auf Flat, drücke, da ist die Frage, ne, verschwinden dann auch die Orders hier? Habe ich das soweit richtig verstanden? Genau, so wurde die Frage auch bei uns gestellt. Okay, alles klar. Also, drücke ich hier auf Flat, ne, passiert erstmal insofern was, dass hier die aktive Position, also die offene Position zugeht, aber die Orders, die ich in den Markt gelegt habe, die bleiben entsprechend, ne, im Markt. So, jetzt gehen wir hin und machen das Ganze nochmal. Und ich gehe nochmal hier auf, ne, mache mal eine Buy-Position auf und klicke hier nochmal, also lege einfach nochmal wild irgendwelche Orders in den Markt, die jetzt keine Bewandtnis wirklich haben. So, jetzt gehe ich aber hin und klicke nicht auf Flat, sondern auf Reset. So, und jetzt sieht man, jetzt geht sowohl die offene Order zu, als auch alle Positionen, also alle Orders, die ich in den Markt gelegt habe, die aber noch nicht irgendwie gegriffen worden sind. Also das ist der Unterschied zwischen Flat und Reset. Flat macht wirklich nur die offene Position zu, lässt die Orders, die noch im Markt liegen, im Markt. Reset macht wirklich den Chart sozusagen clean. Das heißt, die offenen Orders werden gelöscht und auch die Orders, die noch nicht gegriffen worden sind, die werden auch aus dem Chart entsprechend entfernt.
So, dann der Tim nochmal. Ich hätte noch ein, zwei Fragen. Ist es möglich, nur POX anzuzeigen zu lassen, ohne Volumenprofil? Und was mache ich falsch, wenn? Okay, das ist dann die zweite Frage. Erstmal die erste Frage. Ist es nur möglich, die POX anzuzeigen zu lassen, ohne Volumenprofil? Also, ich gehe mal davon aus, dass du das VPOC, ne, vom Orkan meinst und dass du da nur den Point of Control dir anzeigen lassen möchtest. Und mit Volumenprofil meinst du jetzt hier VAH, VAL und so weiter. Und das willst du nicht haben, du willst quasi nur hier entsprechend den Point of Control, also diese gelbe, orangene Linie hier haben. Genau. Ja, nee, das ist nicht möglich, sondern das gehört quasi alles zusammen. Also das ist hier, ID heißt Intraday. Ich mache mal den Rest hier aus. Zack, zack. So. Und das gehört quasi alles zusammen. Also das kann ich nicht separat steuern, sondern wenn ich hier ID für Intraday einschalte, dann sehe ich immer VAH, POC und VAL. Das heißt, das kann ich nicht separat irgendwie festlegen oder steuern, sondern das ist eine Schaltfläche und das gehört immer zusammen. So, zweite Frage war. Und was mache ich falsch, wenn mir der Indikator Trace SLTP, das Verschieben von Take Profit und Stop Loss, nicht anzeigt? Trace SLTP, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Tool. Ach so, ja, das Trace, genau, SLTP. Das ist ein Programm, das wird auch beim SeroTrader per Default mitgeliefert. Das werde ich jetzt, ich will mal gucken, ob wir das jetzt hier auf die Schnelle symbolisiert bekommen. Gehen wir mal hier in den M1. Beziehungsweise wir machen mal den DAO auf. Da ist nämlich ein bisschen mehr Action jetzt wahrscheinlich noch. US30. So, dann zack, und wir brauchen den SLTP Trace. So, was macht dieses SLTP Trace? Und zwar, wenn jetzt hier entsprechend Folgendes passiert, und zwar mein Trail wird hier irgendwann gegriffen. Der Markt fällt jetzt runter, der Trail wird irgendwann gegriffen. Dann sieht ja der Trail den Stop-Loss immer so hinterher. Ne? Je nachdem, was ich für einen Trail eingestellt habe, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einstelle, was wir eben hatten, PLH5, ne, dann wird ja der Trail irgendwie immer weiter, also der SL vom Trail oder durch den eingetradeten Trail immer weiter runtergezogen. Und dieses Trace SLTP zeichnet so eine Linie in den Chart. Ne? Und dann kann man am Ende ganz gut nachvollziehen und ja, verifizieren, wie ist denn mein SL durch den Trail wirklich gewandert? Das ist eigentlich ein ganz, ganz gutes Tool, um das ja anzeigen zu lassen. Und die Frage vom Tim ist jetzt, warum dieser Indikator jetzt diese Linie, die dann in den Chart gezeichnet wird, wie sich der SL verschoben hat, warum diese nicht angezeigt wird. Und das ist natürlich jetzt für mich auch so ein bisschen schwierig. Jetzt so zu sagen, weil das kann im Prinzip kann das mehrere Ursachen haben. Also das häufigste ist, dass zum Beispiel irgendwie mal die Zeiteinheit gewechselt worden ist. Währenddessen, dadurch wird ne, der Chart wieder neu gezeichnet und die Linien entsprechend, die von diesem Trace SL ja, gezeichnet worden sind, werden gelöscht. Das ist so eine Möglichkeit. Ne?
Ah, okay, der Tim schreibt gerade, ah, okay, ich habe die Funktion falsch verstanden, mein Fehler, dachte, der trackt mein SL und TP. Okay, nee. Nee, genau, das ist also, ne, das, was, nee, so ist das nicht gemeint, sondern genauso wie ich halt eben das Tool erklärt habe. Aber wie gesagt, ist ein ganz nettes Programm, ne, da kann man nämlich im Nachhinein sehen, ne, also es wird im Chart symbolisiert, okay, wie weit, ne, hat mich denn diese Trail-Einstellung jetzt überhaupt gebracht? Und das kann man dann im Chart gerade bei diesen PLH-Funktionen ganz gut verfolgen, wenn das dann wirklich, ne, so eine Linie in den Chart zeichnet und ich dann irgendwie hier unten dann rausfliege, kann ich sehen, okay, komm, ich habe die Strecke habe ich mit diesem Trail, mit diesem PLH zum Beispiel, ne, mitgenommen. Das ist wirklich ganz, ganz gut. Alright, so, wie kann man die Werte einzelner Kerzen OHLC anzeigen lassen? Also anzeigen lassen, es gibt hier unter Eigenschaften, meine ich, gibt es hier irgendwo so eine Funktion, dass man das hier oben im Chart einblenden lassen kann. OLHC-Anzeige, da haben wir sie doch. So, da wird das quasi hier oben angezeigt, ne, im Chart. Da sehe ich die Werte der Kerze. Alternativ, ne, wenn ich jetzt hier mit der Maus über die verschiedenen Kerzen gehe, sehe ich die Werte auch hier im Datenfenster vom MetaTrader. Da steht entsprechend hier Open, High, Low, Close und so weiter und so fort. Und das kann ich mir dann für jede einzelne Kerze anzeigen lassen, wenn ich entsprechend mit der Maus, man sieht es auch hier, wenn ich mit der Maus über die einzelnen Kerzen fahre, ne, ändern sich hier entsprechend in diesem Fenster die verschiedenen Werte. Ach so, der Willi schreibt nochmal, ich will die Position schließen, ist es besser mit Flat oder LPO? Okay, ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen verstanden, was der Willi meint. Also, was der Willi wahrscheinlich wissen will und meint, ist, wenn er die Position jetzt, ich bin jetzt ja hier in einer Short-Position. Wenn ich jetzt der Meinung bin, okay, ich möchte die Funktion jetzt sofort schließen, ne, dann besser auf Flat gehen, und dann würde ich persönlich auf Flat gehen. Wenn der Markt jetzt aber fällt, ne, und ich möchte gerne ja, irgendwie die letzte Bewegung noch mitnehmen, dann kann ich natürlich hingehen und kann sagen, ich möchte die Position insofern schließen, dass jetzt hier ne, dieser Impuls noch mitgenommen wird. Durch eine Buy Limit soll die Position dann geschlossen werden, und das Schöne am SeaTrader ist ja, dass eine Buy Limit, sofern ich hier bei New Order, das MIT, diesen MIT-Knopf quasi aktiviert habe, dass das eine Limit-Pullback-Funktion, ne, beinhaltet, und dass hier, wenn der Markt hier runter schießen sollte, dass nicht sofort die Position geschlossen wird, sondern na, die Order noch ein Stück weit mitgezogen wird und ich dann entsprechend noch ein paar Punkte besser, ne, rauskommen würde, als wenn ich jetzt das Ding wirklich hier über den Flat-Knopf zumache. Das ist so der Unterschied. Also, das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Die Frage ist immer, ne, was möchtest du? Möchtest du sofort aus der Position raus, dann flat, wenn du sagst, ich möchte jetzt hier noch so den Impuls, wenn der Markt hier eh schon fällt und ich möchte den Impuls noch so mitnehmen, kannst du das über so eine LPO Buy Limit machen? Das kannst du natürlich auch sagen, nee, komm, ich möchte jetzt hier mit einem Trail dann rausgehen, indem du jetzt hier sagst, den TA6, damit möchte ich den Impuls nach unten noch mitnehmen. Also da gibt es verschiedene Wege, und da gibt es jetzt nicht so eine Antwort, die man sagen kann, ja, mach das immer so, mach das immer so. Das hängt so ein bisschen von der Situation ab, von deinem eigenen Handelsstil auch ab. Von daher musst du so für dich gucken, was für dich sich da irgendwie besser anfühlt und wo du denkst, okay, das hat jetzt mehr Chancen, das bringt mich vielleicht noch ein paar Punkte weiter. So, der SEO gibt nur einen Sound bei Positionseröffnung, aber nicht bei Positionsschließung. Tja, das mit den Tönen. Also, erstmal gibt es hier eine Einstellung. Irgendwo gab es die Play Sounds. Die muss natürlich aktiviert sein. Dann muss in den Optionen vom MetaTrader muss hier auch aktiviert sein, Töne.
Benachrichtigung, nee, Benachrichtigung gab es nicht. Ereignisse, genau. Töne für Ereignisse aktivieren. Und wenn das beides aktiviert ist, dann sollte es eigentlich sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen einen Ton abspielen. Ich für meinen Teil habe das immer ausgeschaltet, weil mich das eher so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen nervt, aber so ein bisschen irritiert, wenn es dann die ganze Zeit bimmelt. Aber ja, so sollte es auf jeden Fall funktionieren, wenn man diese beiden Sachen aktiviert und eingeschaltet hat. So, was haben wir noch? So, nächste Frage, wieder von Willi. Es gab mal eine Anzeige im Stereo, wie viele Punkte durch die Nutzung vom Stereo-Trader gewonnen wurden. Ich kann die nicht mehr finden. Gibt es diese Anzeige noch? Wie viele Punkte? Also man hat ja mehrere Statistiken im Stereo-Trader. Man hat einmal diese Statistik hier, wo entsprechend alles angezeigt wird. Da kann man auch hier die Statistik entweder Intraday, also von heute, sich anschauen, oder man macht das irgendwie Session von der ganzen Session, ne, wie dort entsprechend die Punkte waren, die man ertradet hat. Man kann einstellen, letzte Woche, letzter Monat, aktuelles Jahr und so weiter. Das kann man entsprechend hier alles mit der Statistik sich anzeigen lassen. Und es gibt dann noch so eine Mini-Statistik, da kann man, wenn man hier drauf schaut, also also wenn man rechts, also nicht links neben die Uhr, sondern rechts neben die Uhr klickt, dann entsprechend wird hier einem nochmal so eine kleine Statistik angezeigt. Das ist dann die Statistik vom aktuellen Trade, beziehungsweise vom letzten Trade oder von der Historie, ne? Das ist so diese Mini-Statistik, die kann man nebenbei immer so aufhaben. Da muss man nicht immer das große Panel hier ausklappen. Dann kann man sich das entsprechend so anzeigen lassen. Kann das auch absolut umstellen. Dann werden einem die Prozentzahlen angezeigt, ne? Beziehungsweise wenn man auf das Prozentsymbol klickt, dann halt die entsprechenden Absolutwerte. Das sind so die Statistiken, die man sich im Stereo-Trader anzeigen lassen kann. Ich weiß nicht, ob es das ist, was du meintest, Willi. Ah, der Frank Albrecht, beziehungsweise der Frank, hat geschrieben, wie das mit dieser geraden Linie geht. Okay, das probieren wir direkt mal aus. Und zwar, er schreibt, wenn man jetzt hier eine gerade Linie haben will, dann Shift-Alt-Taste und dann draufklicken. Ja, geht bei mir auch nicht. Shift-Alt. Ja. Nee, geht bei mir leider auch nicht. Also na, irgendwie, aber ne, es gab da mal auf jeden Fall so eine Tastenkombination, die funktioniert hat, aber das geht bei mir auch nicht, weil er hat geschrieben, Shift-Alt-Taste. Dann sollte die Linie gerade gezogen werden, aber das geht bei mir auch nicht. Nee. So, der Willi nochmal. Es ging explizit um die gewonnenen Punkte durch LPO-Orders. Nee, also da ist mir jetzt nichts bekannt, dass es da irgendwie eine Funktion gab, wie viele Punkte man jetzt wirklich durch die LPO-Order gewonnen hat, also dass es irgendwo angezeigt worden ist. Also man kann sich natürlich selber ausrechnen, wenn man jetzt hier die Order bei 39.125 hat und dann wird die Order mit runtergezogen und wird dann irgendwie bei 9.120 letztendlich ausgeführt, dann weiß man, okay, man hat durch die LPO-Order 5 Punkte gewonnen. Aber dass das jetzt irgendwo in irgendeiner Statistik auftaucht, weiß ich jetzt nicht. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber mir ist es jetzt im ersten Moment nicht bekannt. Okay, er schreibt, die Anzeige hatte ich in älteren Videos vom Stereo-Trader gesehen. Ja, ich schreibe mir das mal auf. Ich frage den Dirk mal, ob es diese Funktion gibt. Schreibe mir das mal auf, LPO. Ich frage mal nach, ob es diese Funktion gibt und wo und wenn, wo es diese Funktion oder diese Anzeige gibt. So, ich sehe jetzt hier überall grüne Flaggen. Das heißt, dass ich eigentlich soweit alles beantwortet habe, oder Nelson?
Das ist richtig, aber der Frank hatte noch einen Hinweis gegeben. Shift-Alt und dann den letzten Punkt der Linie bewegen. Ja, das habe ich die ganze Zeit versucht. Also ich kann es nochmal versuchen. Ich lege ja nochmal eine, ne, hin. Das habe ich die ganze Zeit schon versucht. Also das ist ja jetzt hier, wir machen es mal noch ein bisschen schräger. So, ich drücke jetzt die Shift-Taste und die Alt-Taste beide gleichzeitig und klicke jetzt auf den letzten Punkt hier drauf. Ne? Ja, dann wird bei mir quasi nur das Er Ganze. meinte halt auch wirklich bewegen, nicht nur anklicken, sondern tatsächlich versuchen zu bewegen. Ah, now you're talking. Vielen Dank, Frank. Das war der Punkt. Okay, alles klar. Früher ging das auf jeden Fall, dass man einmal draufgeklickt hat, da bin ich mir relativ sicher. Und dann ist die gerade gezogen worden. Aber jetzt haben wir das gelöst, das Problem. Vielen Dank an den Frank. Also, nochmal für alle zum Mitmachen sozusagen. Also, ich hab ja eine Trendlinie. So, und ich möchte gerne, dass die gerade gezogen wird und dass ihr dann auch gleichzeitig hier so ein schönes Label bekommt. Ich halte entsprechend die Shift-Taste, das ist die Taste mit dem Pfeil nach oben und die Alt-Taste auf der Tastatur gedrückt. Dann nehme ich mir hier diesen letzten Punkt. Also machen wir nochmal hier. Also diesen letzten Punkt, ne, wo man ich mache das mal ein bisschen größer, damit man es besser erkennen kann. Das ist ja alles so klein hier. So, haben wir mal richtig schön dick. So. Diesen letzten Punkt hier, den rechten Punkt, ne, wo dieses Quadrat ist. So, da klicke ich gleich drauf, indem ich die Shift-Taste, die Alt-Taste drücke und jetzt bewege ich so ein bisschen die Linie. Und dann wird mir die Linie entsprechend gerade gezogen und ich erhalte auch dann dieses Label hier. Und so kann ich das Ganze dann gerade ziehen, ohne dass ich in die Einstellung der Linie gehen muss. So, das ist super, dass wir das Rätsel auch heute Abend gelöst bekommen haben. Prima. Ja, sehr gut. Also wie eben gerade gesagt, wir haben ja tatsächlich jetzt alle Fragen beantwortet, aber wie immer geben wir jetzt noch mal eine Möglichkeit, entsprechend in den Chat Fragen reinzustellen. Da warten wir jetzt noch eine Minute und ansonsten waren ja wirklich auch gute Fragen dabei, die auch bei uns hier im Support anfallen. Und von daher die Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online, so dass Sie das Ganze auch noch mal nach arbeiten können. Und ja, sollte heute Abend dann doch noch Fragen entsprechend auftauchen, dann können Sie natürlich auch uns gerne im Nachgang anschreiben und versuchen, die Fragen zu beantworten. Aber vielleicht noch eine Frage hier für dich, Timo. Was kann die Silberversion vom Steatut oder nicht? Alle Unterschiede kenne ich jetzt auch nicht aus dem Kopf. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass es hier so diese Auto-Trading-Geschichten nicht gibt in der Silver Edition. Ansonsten, also die Silver Edition ist oder Silberversion ist auf jeden Fall eine abgespeckte Version. Aber die ganz genauen Unterschiede und was alles nicht geht, ich meine, dass es da irgendwo eine Übersicht auf der Seite vom Sierra Trader gibt, ne, wo das gegenübergestellt ist, was die Silberversion kann oder was die Classic-Version kann. Aber ich kann euch nur empfehlen, macht euch ein Konto bei FX Flat, dann kriegt ihr die Classic-Version mit allen Funktionen. Von daher müsst ihr euch die Frage gar nicht stellen, wo sind denn da die Unterschiede? Holt euch einfach ein Konto bei FX Flat und die Sache ist geritzt, ihr kriegt den Sierra Trader in der Classic Edition mit allen Funktionen quasi für umsonst. Oder kostenfrei, besser gesagt. Umsonst klingt immer so ein bisschen, also kostenfrei. Aber so ist es. Okay, Timo, ich glaube, das ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, hier entsprechend das Webinar zu beenden. Ich fand es sehr informativ und möchte mich natürlich auch bei allen Teilnehmern hier bedanken, natürlich einmal für das Interesse und die Teilnahme, aber auch hier das aktive Mitmachen, weil, wie gesagt, am Anfang gesagt, davon lebt ja das Webinar. Von daher vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Timo, dass du hier für die Fragen zur Verfügung standst. Und du hast ja auch gleich das Schlusswort. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal, wünsche einen schönen Abend und selbstverständlich eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf viele Positionen auf und bleiben Sie gesund und ich freue mich dann auf das nächste Mal. Timo, du hast das Schlusswort. Dankeschön.
Super, dann auch vielen Dank von meiner Seite aus. Ich kann mich dem Nelson nur anschließen. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche, sofern ihr noch tradet, gute Trades und ja, bis zum nächsten Webinar. Ich weiß nicht, ist morgen früh Webinar mit Dirk Nelson oder nicht? Nächste Nächste Woche Woche. in Doppelpack, Dienstag Live-Trading und Freitag dann Non-Farm Payrolls. Gut, alles klar. Dann, wie gesagt, schöne Woche an alle und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.